Hi Leute, ja, es ist soweit, es ist Sonntag. Ich kann euch leider nicht sagen, wann ihr dieses Video jetzt seht, denn seit, ja, nee, geraum, der ganze Tag, der ganze Sonntag ist dafür eigentlich eingeplant und läuft auch genauso, wie ich es mir gedacht habe. Also viel Speicherkapazität, viel Speicherzeit, viel Schneiderarbeit, aber ja, gerne, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Video. Ich freue mich, wenn ihr da reinschaut. Und ich freue mich auch, wenn ihr Kommentare da lasst. Das ist natürlich nicht wahnsinnig professionell wie bei allen anderen, die ich so mir manchmal angeguckt habe, weil die haben halt wirklich cooles Equipment und so. Wir haben so unseres genommen, was wir da hatten und wollten euch jetzt einfach mal präsentieren, was wir so machen und wie wir Rollenspiele spielen. Und deswegen haben wir halt überlegt, okay, wir spielen eine Runde Mutant Jahr 0 mit euch zusammen und ihr könnt mal reingucken. Und das ist halt der erste Teil von wenigstens zwei Teilen. Bedeutet einfach, wenn ihr Spaß daran hattet am Ende des Videos und sagt, ey cool, ja, dann machen wir vielleicht weiter. Ja, ich stelle euch ganz kurz und knapp die Charaktere vor, die jetzt nun mitspielen an der ganzen Story. Wir haben sozusagen so einen Vorgeschmack, also die erste Storyline haben wir schon zusammengespielt, mit Charakter erstellen, dann spielen, zusammen essen, quatschen und alles vorbereiten für dieses Video, was ihr jetzt seht. Ja, und dieser Charakter hier ist Calypso 07, ein Fuchsmädchen, das ihre Eltern oder beziehungsweise ihre Eltern nicht so richtig kennt. Und das kommt auch so nach und nach ein bisschen raus. Also man merkt es dann halt auch im Rollenspiel und so weiter, was da so im Argen ist oder was sie beschäftigt. Calypso 07 ist sehr zielstrebig. Sie hat ein grünes Cordkleid an und eine Sicherheitsweste schon im ersten Setting gefunden, die natürlich ein paar Löcher aufweist und so. Aber die hat sie sich übergezogen und damit läuft sie durch den Wald und erlebt ihre Abenteuer. Natürlich nicht nur durch den Wald und nicht alleine, sondern sie hat auch Gefährten dabei. Und tja, damit ihr das auch so seht oder so ein bisschen mitbekommt, wer wo sitzt halt, werdet ihr auch relativ schnell, also Calypso sitzt neben dem Menschen, den es hier jetzt gibt, und das ist Hans. Ja, Hans hat eine Mutation, und zwar hat er vier Arme und er ist geflohen, denn seine Arche ist angegriffen worden. Aus Mutant Jahr 0 im Grunde. Und nun hat er sich auf den Weg gemacht, hat aber im Vorfeld eine Karte gefunden oder beziehungsweise gekauft. Ja, und die hat ihm mehr oder weniger den Weg nach Genlabor Alpha präsentiert und gezeigt. Und dem ist er nun gefolgt, auch mit ziemlich viel Abenteuer, weil er hat Verfolger hinter sich. Ob die weiter hinter ihm her sind oder nicht und ob die Tiere das wissen, werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall hat er den Punkt erreicht, wo er eigentlich hin wollte. Aber er hat ein größeres Ziel vor Augen und das wird sich vielleicht auch nochmal in den nächsten Folgen dann halt erstmal ergeben und wir werden erstmal sehen, was Hans überhaupt für ein Mensch ist oder beziehungsweise ein Mutant. Wichtig ist dabei zu beachten, er steht außerhalb von Genlabor Alpha, also er ist auf der anderen Seite vom Zaun und halt auch wichtig zu wissen, die Tiere wissen nicht oder wissen nicht, dass es Menschen noch gibt. Es gibt den einen oder anderen, der hat nochmal einen Menschen gesehen, aber es ist schon Ewigkeiten her und sie vergöttern die Menschen. Mit von der Partie ist eine Katze und die hat spezielle Fähigkeiten, denn die Katze ist ein Seher und er kann halt schon das ein oder andere sehen, was passiert. Er hat Vision. Gelegentlich scheint er dieses auszunutzen für sich. Ja, Cicero 4405 ist schon eine ganz spezielle Katze. Das werdet ihr relativ schnell merken. Also sehr, sehr cool, sehr lustig, macht auch Spaß. Und der hat sich mehr oder weniger so eigentlich beim ersten Mal um sich selbst gekümmert, kam dann am Schluss nochmal mit der Gruppe in Kontakt und jetzt ist er mit der Gruppe zusammen. Und ja, mehr will ich gar nicht verraten, weil ihr guckt ja gleich rein. Auf jeden Fall sehr cool. Ihr seht auch sein Outfit. Hut mit Krempe, ein Stab dabei, ein typischer Seher, wie man ihn so kennt. Kommen wir zu Tarantino 77. Ja, es ist ein Faultier. Wir haben es in die Bärenkategorie gepackt und da taucht er nun auf und er ist eigentlich ein richtig guter Kämpfer. Leider ist er nicht ganz so schlau. Er hat seine Familie verloren und ist
soweit er jetzt weiß, halt auch gibt es nicht viele Faultiere mehr. Aber wir werden gucken im Laufe der Zeit, wie viele Faultiere es noch gibt und wo er sich so eingliedert. Jetzt hat er erstmal eine Gruppe gefunden, die ihm zumindest vorrangig echt gut gesonnen ist. Und er versucht nun seinen Weg zu bestreiten mit allen Hindernissen, die er, ja, die ihm so in den Weg kommen. Zum Schluss haben wir noch im Bunde Kolo 23, ein Wieselweibchen, was schon etwas in die Jahre gekommen ist. Und sie hat echt permanente Angst. Und vor allem vor den Beobachtern hat sie Angst, weil schon viele weggeschnappt worden sind. Warum, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber hier hat sie das Problem, dass sie auch wirklich mit der Gruppe nicht ganz so harmoniert. Also sie gliedert sich ein, sie bringt sich ein, aber auch sie ist nicht ganz so schlau wie andere an Bord. Ja, Kolo 23, das Wiesemädchen, hat auch so einiges hinter sich in ihrem Leben und das merkt man ihr auch an. Ja, wir beginnen mit Mutant Janul. Genlabor Alpha, das ist sozusagen der Mischmasch oder die Erweiterung oder das Standalone, das Einzel, wie man es auch nehmen möchte. Man kann das Ganze alleine spielen, man kann aber auch Mutantia 0 mit dazu nehmen, man kann auch das ersetzen oder erweitern, wie man möchte. Da, guckt euch die Rezension an, ich habe sie fertig gemacht und habe sie schon vor ein paar Monaten fertig gemacht, weil mich das einfach interessiert hat. Ich es auch so lustig finde, irgendwie Tiere, die halt reden können, Tiere, die ihre Pfoten wie Menschen benutzen können und Tiere, die nicht wissen, warum sie dort hinter riesigen Zäunen gefangen sind. Ja, und da steigen wir jetzt ein. Ihr werdet jetzt so ein bisschen rausfinden, wo die Gruppe gerade steht, was sie erlebt. Und das ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden, fast so in dem Dreh rum. Und dann, ja, wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schaut bitte nochmal rein, schreibt was unter die Kommentare, damit wir wissen, ob euch das gefällt. Sind bei Mutantia 0. Endlich ist es soweit. Wir spielen heute mindestens 2 bis 3 Stunden Mutantia 0 und wir haben letzte Mal schon gespielt. Und jetzt fangen wir eigentlich so eine Situation an, wo so ein Cliffhanger war. Und der Cliffhanger war eigentlich der, dass alle so zusammengekommen sind. Jeder hatte seine eigene Storyline und sie treffen sich mehr oder weniger vor dem Hauptzaun und sehen eine Person an einem, ja, veralteten, verrotteten Baum vorbeikommen. Und diese Person hat 4 Arme. Ja, jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, so wer, aber das habe ich euch ja schon gezeigt, wer hier ein Mensch an Bord ist. Und alle anderen sind Tiere, die halt auf dem anderen, auf der anderen Seite vom Zaun stehen. Und da steigen wir jetzt ein. Ja, nochmal ganz kurz, ihr seht ihn, ja, und er hat einen Zahnstocher am Maul und total lässig kommt daran. Wundert sich aber schon, also sein Blick ist schon so, wow, krass. Der Zaun ist riesig, ja, du siehst wirklich nach rechts und nach links echt meterweit, kilometerweit ein Zaun, der echt imposant ist. Es gibt so alle, ja, knapp 100 Meter einen Turm. Okay. Und du bist natürlich schon erstmal so ein bisschen distanziert, aber du kannst durch den Zaun durchgucken, das ist so ein bisschen stacheldrahtmäßig obendrauf und da kannst du wirklich durchgucken und sehen, was ist das denn? Tiere. Verschiedene Tiere. Und die laufen auf 2 Beinen. Was geht denn hier ab? Die haben sogar Klamotten an. Verrückt. Also du kannst sehen, dass halt der Fuchs, der da steht, der hat irgendwie so eine Art Kordkleid unter einer Schutzweste.
Okay, ich gucke nochmal auf meine Karte. Okay, ich bin hier richtig. Aber davon hätte ich mir nie träumen lassen. Was machen die anderen? Ihr seht ihn, wie er immer näher kommt. Ich habe ihn gesehen, mein Träumen. Was ist das? Das weiß ich nicht. Ist es intelligent? Kann es reden? Gott, hoffentlich müssen sie uns nicht fressen. Ich denke, wir sollten den Stärksten vorausschicken, um mit ihnen zu reden. Du tapferer Krieger! Du kannst uns beschützen. Ich sehe deine Zukunft und es ist gut. Geh und rede mit ihnen. Ich bin direkt hinter dir. Mir dauert es zu lange, deswegen laufe ich einfach zum Zaun. Ich habe so meine Hände an der Weste und stackse darauf zu und gucke mir das alles ein bisschen näher an und will mir diese vier Arme auch näher angucken. Mach mal eine Probe aus, also für Auskundschaften. Das ist nämlich jetzt wichtig, weil du an den Zaun rangehst und du auch weißt, am Zaun ist immer Gefahr. Da habe ich einen Würfel. Also darf ich jetzt einen Würfel würfeln? Nee, du guckst aufs Attribut. Ach so, Auskundschaft hat ja was mit Verstand. dem Attribut zu Ach tun. genau. Also nehme ich drei Würfel von Verstand, also von meinem Attribut und einen von meiner Fertigkeit. Eine 1 und eine 6. Genau, die 6 reicht dir eigentlich. Also außer du möchtest jetzt mehr noch erfahren. Also ich würde dir jetzt natürlich sagen, was du ungefähr siehst, aber noch weitere 6 können natürlich noch mehr Informationen dir bringen. Nicht. Mir reicht die 1,6. Also was du weißt, du hast diesen Punkt jetzt erreicht oder ihr insgesamt, wo rechts der Wald anfängt, wo der Hubschrauber steht und links ist so eine ziemliche, ja, öde Strecke. Das bedeutet, der linke Turm, der so ungefähr 70 Meter entfernt ist, der könnte dich sehen und die Beobachter da drin, die würden vielleicht auch reagieren. Das Problem ist, dass du jetzt hier so ein bisschen eine Treppe hast, die verwildert ist. Und da müsstest du jetzt ungefähr 10, 12 Stufen hoch und dann würdest du auch direkt am Zaun stehen und könntest durchgucken. Okay, so nah will ich nicht ran, weil ich natürlich nicht von dem Beobachtungsposten gesehen werden möchte. Wenn ich da jetzt stehen bleibe, sehen die mich noch nicht. Das kann ich dir nicht sagen, ob sie dich sehen. Aber es könnte schon in der Möglichkeit sein, dass sie dich beobachten, was du da tust. Okay. Wie weit bin ich jetzt noch von dem vierarmigen Etwas entfernt? Schätzungsweise 30 Meter. Der kommt jetzt gerade an den Baum runter und Okay. Ey, was bist du denn? Bist du ein Tier? nein, ich bin ein Mensch. Hast du noch nie Menschen gesehen? Die sehen so aus wie ich. Alle Menschen sehen so aus wie ich. Kalypso, glaub ihm nicht. Er lügt. Menschen gibt es doch gar nicht mehr. Komm zurück. Man redet. Ich traue ihm nicht. Nee. Und Cicero, bei dir ist es halt auch so, du hast schon mal Menschen gesehen und die sahen definitiv nicht so aus. Sie hatten viel weniger Pfoten. Pfoten? Ja, genau. Viel weniger Pfoten. Und die, die ich kannte, waren auch dicker. Viel dicker. Und sie hatten längere Haare. Dann ist es vielleicht ein kaputter Mensch. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich will auch so ganz langsam so bedacht, sehr bedacht auf ihn zugehen. Oder zumindest in die Nähe von Kalypso. Ich würde noch mal zu dem Turm gucken. Sehe ich da, ob da irgendwas sich bewegt? Dann musst du wieder auf Auskundschaften würfeln. Dann würde ich das noch mal machen. Eine 6. Eine? Also es könnte sein, dass die dich beobachten. Also, egal was du bist, ob Mensch oder nicht oder so, siehst du den Turm da hinten? Ja. Da sind so komische Dinger, die beobachten uns immer, die holen manchmal auch uns ab. Ich weiß nicht, ob die dir auch wohlgesinnt sind. Also, ich werde jetzt hier weggehen, weil es sind schon zu viele verschwunden. Aber vielleicht kannst du ja reinkommen. Gibt es eine Möglichkeit? Gibt es hier ein Tor? Was
ein Tor. Gibt es eine Öffnung? Also du kannst schon an der Karte, die jetzt auf dem Tisch da liegt, sehen, da gibt es schon so eine Möglichkeit. Also ein Tor ist da. Aber da siehst du auch, dass, wenn du so in die Ferne guckst, das sieht sehr nah aus von den Wachtürmen. Also wahrscheinlich so, wie man sich es halt vorstellt, Tor, zwei Wachtürme. Ja, okay, also da ich jetzt zumindest weiß, was den Pirschern passiert ist, oder der Gruppe von Pirschern, die das ursprünglich entdeckt haben, will ich vielleicht sogar nicht das Tor nehmen, sondern dann frage ich, habt ihr irgendwie einen anderen Weg rein und raus? Habt ihr vielleicht mal irgendwie euch durchgebuddelt? Raus. Tja, ihr habt keine Ahnung. Warum sollten wir rausgehen hier? Wir haben hier alles. Habt ihr euch nie gefragt, was auf der anderen Seite ist? Hier drin ist es doch schon gefährlich. Was sollen wir denn da draußen? Dort kennen wir die Gefahren noch nicht einmal. Bleib du wenigstens hier. Ich sehe Unheil da draußen. Du siehst eigentlich immer nur alles schlecht, oder? Ja, weil die Welt schlecht ist. Ja. Öffne deine Augen. Hier drin sind wir sicher. Sicher. Ja, so sicher sind wir auch nicht. Bitte aber ihr habt Angst vor den Türmen und vor was auch immer euch abholt. Wenn du so tapfer bist, dann geh doch zu den Türmen. Geh. Ich sehe großes Unheil auf dich zukommen. Das scheint bei dir absolut normal zu sein. Ja, ich bin ein sehr respektierter Kater dieser Gesellschaft. Ich kann auch sehen. Das stimmt. Aber du hast nicht das dritte Auge. Das ist metaphorisch gemeint, du dummes Faultier. Nur weil du in der Situation nicht zurechtkommst, musst du nicht gemein zu Tarantino werden. Ich bin nicht gemein. Ich bin einfach nur, ich sage, wie es ist. Ich möchte Tarantinos Knie tätscheln. Ich bin ja nicht so groß. Ich komme nur bei ihm ans Knie. Du hast doch vier Pfoten. Ich meine, kannst du nicht klettern? Ja, aber vielleicht will ich gar nicht über den Zaun klettern. Was willst du dann? Warum musst du denn hier? Einen einfacheren Weg hier rein. Vielleicht will ich auch gar nicht rein. Was gibt's denn bei euch da drin? Ich glaube nicht, dass ein Mensch ist so wankelmütig. Ich denke, Menschen sind hellhaft und groß und strahlend. Drin gibt's Früchte. Psst, Kalypso, Kalypso. Die Süßen. Ich habe ihn gesehen. Das hast du jetzt schon zweimal gesehen. Nein, in einer Vision. Und? Ich weiß nicht warum, aber ich glaube eventuell, wir sollten ihn reinholen. Also eben hast du noch gesagt, er wird Unglück bei uns bringen. Ja, das sage ich ständig. Wir sollten ihn reinholen. Und dann? Dann werden wir bestraft und unsere Clans. Wir können ihn verstecken. Die Wächter werden das sehen. Wo können wir ihn denn reinholen, weißt du was? Wir sollten ihn erstmal hier aus der Sicht bringen. Da drüben fängt doch der Wald an. Ja, bringen wir ihn ins Zelt. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir etwas buddeln oder er kann mit seinen vier Pfoten dampft über den Zaun hinabkleiden. Zaun kaputt. Ja, das ist gut. Erstmal ins Wäldchen. Was sagt ihr? Ich weiß nicht. Wir werden den Hass der Wächter auf uns ziehen. Sie werden uns weghaschen. Hier wird gar keiner mehr weggehascht. Ich sehe Erfolg. Ist das wahr, Seher? Ja, hab Vertrauen, Kind. Hab Vertrauen. Hat dich die Katze je fehlgeleitet? Nein, die Seher sagen immer die Wahrheit. Natürlich tun sie das, denn sie sind allwissend. Sie haben uns über viele Hungersnote geholfen. Natürlich. Seher haben drei Augen. Ja. Ja. Du solltest dich verstecken. Also ich selbst will erstmal gucken, ob ich irgendwas an dem Turm sehen kann. Auskundschaften? Ja, Auskundschaften. Ich habe zwei Sechsen. Also was du siehst, auf jeden Fall auf dieser Entfernung, irgendwas krabbelt aus dem Turm raus. Also oben etwa 10 Meter hoch siehst du so eine kleine Öffnung und da scheint irgendwas rauszukommen. Metallisch, es glitzert auch so ein bisschen im Sonnenschein und es krabbelt nach unten. Müsste vielleicht so groß sein. Aber genau kannst du es nicht bestimmen. Okay. Also, es scheint so, als würde sich in dem Turm was bewegen. Wir sollten nicht hier ausharren. Oh Gott, ich hab's gewusst. Entweder sie kommen. Helft mir rein oder ich würde mir einen anderen Weg suchen. Aber eigentlich bin ich ziemlich interessiert. Wir sind ganz kurz, wir sind an dieser Stelle hier. Hier.
Genau, da Nähe des Waldes, ja. So. Okay. Dann würde ich sagen, dann zum Wald. Oh Gott, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Doch, es kann. Oh. Tino, darf ich auf deine Schulter? Ich bin nie so schnell. Ja, doch auch nicht. Oh. Ich würde dann an ihm, an seinem Rücken hochkrabbeln und so über seinen Nacken gucken. Okay. Dann dürfen alle eine Auskundschaftenprobe mal machen. Mhm. Nichts. Nichts. Oh, ein Erfolg. Ich könnte ja einmal strapazieren, oder? Wenn du möchtest, Einsen und Sechsen bleiben liegen. Genau, und nur mit den Attributswürfeln. Nee, mit allen, außer... Also, wenn du Fertigkeit hast und Attribut, würfelst du alle davon. Achso, okay. Brauchst du diesen Käfer noch? Ja, ich habe nur eine. Nur eine Eins. Gut, was ist das? Auskundschaften ist Verstand. Dann kriegst du jetzt einmal bei Verstand. Hm. Okay. Richtig. Wildheitspunkte. Nee, Mutation. Nee, und wann kriege ich die Wildheit? Die kriegst du bei einem anderen Punkt, wenn du nämlich über deinen Charakter hinausgehst. Das gefällt dir dann vielleicht nicht. Dann rennst du nämlich los. Okay. Und versuchst in deinen Bau zu kommen und dich wieder mal zu schonen. Richtig, ich erinnere mich. Okay. Mhm. Du hast es nicht geschafft. Ich habe in meinem normalen Wurf 2 Sechsen und 1. 2 Sechsen? Ja. Super. Und du hast auch eine 6. Eine 6. Okay. Was die anderen jetzt nicht wissen, während ihr zum Zaun oder zum Wald lauft, also parallel vom Zaun, ihr bekommt beide mit, dass irgendwas surrt. Ihr würdet schätzen, so um die 100 Meter, vielleicht auch höher. Auf jeden Fall da oben surrt irgendwas. Es ist sehr leise, es ist ein, würdet ihr sagen, irgendwas, was mit Luft zu tun hat. Also jetzt nicht, dass es so eine Art metallisches Surren wie bei einer Drohne oder sowas, kann ich nicht einordnen. Ich höre es nur so. Du hast halt nur die eine 6. Hm. Dementsprechend ist es schon so, dass du denkst, es kommt dir bekannt vor, ja. Aber du kannst es auch nicht wirklich einordnen. Ist es jetzt mehr da in die Richtung oder da? Aber du hörst auf jeden Fall, von oben ist irgendwas. Und ich habe das auch noch nicht draußen gehört. Nee, also sowas kennst du gar nicht. Also dieses Geräusch, das ist wie so ein, ja, keine Ahnung, ein Motor, wenn du den mal gehört hast. Das hast du auf jeden Fall schon mal, aber viel, viel leiser. Okay. Müssen wir schnell in den Park? Ja, das sollten wir, Tino. Also ich glaube, uns geht ein bisschen die Zeit aus. Ich höre da oben was. Oben? Ja, da oben. Ich bin ein vier Arme. Das sind bestimmt diese metallischen Dinger. Was für metallische Dinger? Die uns beobachten und uns holen. Ach so, aber euch geht's da drin gut, ja? Ich würde mal ganz laut fauchen. Flieht, ihr Narren! Und dann würde ich einfach Richtung Wald mit allen vier Pfoten. Okay. Los, Tino, den Seherner. Ich würde volle Power an ihm vorbeirennen. Kann ich denn, weiß ich denn, ob der Zaun zum Beispiel elektrisch geladen ist? Durch Auskundschaften könntest du oder durch Begreifen, wie du gerne möchtest. Begreifen. Ja, ich habe eine 6. Also es könnte auf jeden Fall sein, weil, also wenn die nicht rauskommen, dann ist es schon komisch. Also es gibt so viele Tierarten, die du jetzt gerade siehst. Du gehst mal davon aus, dass es nicht die einzigen sind, die da drin leben. Dann muss irgendwas sein, dass die da nicht rauskommen. Okay. Weil sie wissen ja gar nicht, wie sie raus können. Und das mit Sicherheit hätten sie dir schon gesagt, weil irgendjemand wäre mal geflohen. Hm. Ich dachte, ich könnte vielleicht drüber klettern. Durch meine Mutation kann ich gut klettern, aber es ist mir ein bisschen zu gefährlich. Du bist abgehauen, ja? Ich bin wirklich Richtung Wald. Du solltest wirklich jetzt auch dich verstecken. Und
Das sage ich und laufe langsam in die an, also den hinterher. Langsam? Naja, so halb langsam vom Fuß. Sie galoppiert. Das ist halb langsam. Naja, ich stürme nicht, sondern ich bin schon am Laufen, aber gucke und. Aber du siehst schon, dass die beiden, oder die drei, sie auf der Schulter, aber dass die beiden schon wirklich losflitzen. Also sie, es ist ein Wettrennen, die beiden. Deswegen frage ich nur, ob du halt gechillt hinterherläufst. Nur für mich zum Verständnis. Ich noch also ich laufe jetzt erstmal ein bisschen langsamer los und mach noch so zu ihm. Ja. Und mach so. Und dann gebe ich Vollgas, um die beiden einzuholen und schneller zu sein. Okay, also ich habe auf dem Weg hier so eine schöne metallische Kiste eingesammelt. Mhm. Und die nehme ich und schmeiße die gegen den Zaun. Ja, dann brauchst du da auch nicht würfeln, weil du bist relativ nah. Das Ding knallt dagegen und du hörst richtig so ein, wie so ein, als hätte ein Blitz eingeschlagen. Es zischt und stinkt und ja, also das, genau, das blendet dich extrem kurz, aber nur ganz kurz. Dann hört es auf jeden Fall wieder auf. Die Box ist runtergefallen und du siehst, dass sie halt schwarze Schmauchspuren so dran hat. Als hätte man geschossen. Bekomme ich das mit? Mach mal auf Auskundschaften. Ja. Müssten wir das nicht alle machen? Könnten wir das nicht alle mitkriegen? Ja. Es kommt auch an, wie schnell ihr jetzt rennt. Du wolltest vorbei an dem rennen. Ja. Also eine Fähigkeit. Ein Fähigkeiterfolg. Okay, dann du kriegst es auf jeden Fall mit, dass da irgendwas zischt. Aber du kannst halt mit diesem einen Erfolg nicht ausmachen, was es ist. Das okay. Auf jeden Fall hinter dir. Okay. Ob da jetzt Tino. Geschossen wurde oder nicht, das war's. Tino! Ich schalte kurz soll ich an. Auch? Wir müssen schneller! Schneller, Tino! Sie kommen! Dann wir eine 6 und eine 1. Ja, also auch, es ist von hinten. Ob da jetzt geschossen wurde oder nicht, das kannst du nicht bestimmen. Dafür ist halt eine 6 zu wenig, aber du weißt auf jeden Fall, dass hinter dir gerade irgendwas in die Luft geht. Oh Gott, jetzt werden sie uns bestrafen, Dino. Ich renne einfach weiter. Ihr kommt am Wald langsam an. So der Anfang ist halt wirklich so ein bisschen Äste. Ihr könnt darüber steigen. Das ist halt noch alles relativ harmlos. Aber die nächsten 10, 15 Meter wird es echt schwierig, weil dann ist es wirklich Wald. Und halt, genau, und da ihr auf zwei Beinen lauft und relativ klein seid, müsst ihr halt wirklich schon gucken, dass ihr die Äste ein bisschen wegdrückt. Ihr seid langsamer unterwegs und ja. Habe ich die beiden überholt? Ja, natürlich, ja. Also, darf ich mir gerne mal ein Buch geben? Ich würde einfach meine Machete erstmal nehmen und mir den Weg ein bisschen freischlagen. Ich versuche nicht getroffen zu werden beim Ausholen. Ich würde meinen Hut abnehmen. Du bist ja auf der anderen Seite der Schulter. Gut. Ich würde meinen Hut abnehmen auf dem Stock und würde dann halt so winken, gerade sehen, wo ich bin. Also, meine Freunde sehen, wo ich bin. Ja. Die Freunde. Ich würde vom Waldrand nochmal in Richtung des vierarmigen Wesens gucken und gucken, was er macht. Ja, dann muss ich auch erst wissen, was er macht. Ja. Was macht er? Falls die Kiste zu nah am Zaun liegt, ist sie uninteressant für mich, weil es beliebt die. Also sie ist jetzt nicht zurückgeprallt, sondern wirklich so ran und. Gut, dann müsste sie da liegen bleiben. Dann gucke ich mich um, ob ich auch erstmal irgendwo tatsächlich mich ein bisschen verstecken kann. Also das Einzige, was dir so ein bisschen auffällt, ist halt dieser Baum, wo du langgekommen bist. Der ist jetzt auch etwa 10 Meter entfernt. Da könnte man relativ schnell wieder hinkommen. Du hast so vor, also 50, 60 Meter davor, ne, hattest du einen Graben gesehen. Der war nicht tief, aber man könnte vielleicht, wenn man die Jacke auch rüber macht, sich da irgendwie verstecken. Das würde aber etwas länger dauern, um da hinzukommen. Ja, ich nehme den Baum. Ja. Okay. Als du guckst, siehst du halt, dass er wegrennt. Er kommt nicht zum Zaun, also auch nicht in eure Richtung, sondern er rennt wieder in die Richtung, wo er herkam. Hm. Ich würde auf einen der Bäume, die ziemlich am Anfang sind, klettern wollen und mich oben ins Geäst setzen wollen. Ja, dann mach doch mal einen Kraftakt. Eine Kraftaktprobe mit Stärke. Super. Das wird ja interessant, weil ich so kräftig bin.
Nee. Ich könnte das ja nochmal probieren, ne? Einzeln bleiben liegen. Ich hatte noch keine. Ja, na dann ist es cool. Nee, immer noch. Ich habe auch keine Eins. Na dann ist es doch gut. Also du schaffst es nicht. Irgendwie scheint der Baum rutschig zu sein oder so. Oder vielleicht bist du auch aufgeregt, weil du jetzt einen Menschen gesehen hast und dann vielleicht auch noch wirklich irgendjemand von den Beobachtern vielleicht kommt. Also du kriegst es nicht hin. Du hast einfach. Kann ich irgendwo anders hören? Du könntest jetzt auch einen kleinen Hügel, der ist so ein bisschen 10 Meter entfernt. Aber kann ich mich da auch verstecken? Ich will ja auf eine höher gelegene Position, wo ich mich auch verstecken kann. Nee, nicht da. Okay. Gut. Okay. Kalypso, Kindchen, sei doch bitte vorsichtig. Verletz dich nicht. Es wurden schon so viele von uns verletzt. Ja. Ein Haufen. Fällt ihm wieder ein. Ich lang ihn so ein bisschen über die Schulter und tätsche sein Auge. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Für sowas muss Zeit sein. Wir müssen uns verstecken, gut. Und wo? Naja, auf jeden Fall nicht hier, wo wir rumstehen. Aber ist irgendeiner von mir, also einer von euch in meiner Nähe? Ich habe da so ein bisschen mit dem Hut so ein bisschen gebucht. Ihr bleibt erstmal so alle in der Nähe, bis ihr sagt, dass ihr halt. Also ich würde dann mich auch ins Gebüsch legen und ich würde so ein bisschen die Weste so ein bisschen drüber machen. Mhm. Und gegebenenfalls über welche, die in meiner Nähe sind, auch. Aber schon noch so, dass ich was sehen kann. Mhm. Ich würde meinen Hut auch einziehen und dann mache ich so richtig so die Katze, so dieses. Im Gebüsch ganz flach liegen und halten die Augen so hin und her und abwarten, was passiert. Okay. Ich dachte, du wolltest jetzt den Ägypter machen. Die ägyptische Katze. Der Baum, an dem ich bin, ist der zufällig hoch genug und nah genug an dem Zaun, dass ich, wenn ich komplett hochklettere, darüber springen kann? Das ist wirklich ein alter Baum und du bist ja auch nicht sicher, wenn du da oben jetzt da irgendwie lang kletterst, ob der nicht vielleicht bricht. Weil es sieht nicht so aus, als hätte der noch Nährstoffe oder kommt genug Wasser, um zu gedeihen. Gut, dann haben wir erstmal den Dinger. Ja. Sehen und hören wir irgendwas? Nö. Also ihr seid ja so im Wald und liegt da so rum. Psst. Hier. Ja, ich bin hier. Das sehe ich ja nicht, ich liege am Boden. Ich dachte, sowas kannst du sehen, Cicero. Ja, so funktioniert das nicht. Der Seher. Mit dem Hellsehen. Ist der Seher jetzt ein Busch? Ich bin er kann sein. Eins werden mit der Natur. Ja. Vielleicht sollte er etwas besonders Kleines mal losflitzen und gucken. Oh, das hat uns ja bis jetzt ganz besonders viel gebracht, dein Aktionismus. Wir werden noch umkommen. Und der Mensch, der angebliche Mensch, ist schon gar nicht mehr da. Okay, also da kriegen wir schon mal keine Hilfe. Ich gehe gucken. Ich gehe einfach. Zum Rand des Beines. Tino! warte! Nimm meinen Stock. Du musst ihn vielleicht brauchen. Ich habe eine Machete. Und ein Nagelkolben. Das ist bei einem. Und ein Nagel. Ich bleib bei dir. Ich würde mich dann dem Faultier anschließen. Okay. Ja, ich komme zum. Langsam aber sicher wieder an die Grenze vom Wald, wo dann die letzten Bäume im Grunde sind. Ihr könnt rausgucken. Macht eine Probe auf Auskundschaften. Ich zieh die Weste. Ich hab nur eins. Aber du hast ja hast du Auskundschaften und Verstand? Ich hab Verstand 1, das reicht, ne? Wahnsinn. Ich seh, dann würde ich es lassen. Ich seh sie wieder am Zaun. Ich nehme ja Auskundschaften und das Attribut dazu. Genau. Okay. Auskundschaften und Verstand. Ruhig, ich hab noch zwei Würfel dabei. Nö, nix. Gar nichts. Ja, also ihr seid euch. Du nicht, ne? Ihr seid euch sicher, es ist total ruhig da draußen. Es bewegt sich gar nichts, ihr hört nichts. Nö. Und Schmierfett und so weiter, diesen Geruch, den habt ihr auch nicht in der Nase. Also scheint echt
nicht zu sein. Ja, du siehst sie am Rand, aber nur drei von den vier. Okay. Na, da seid ihr ja wieder. Ja, genau. Der Fuchs wurde der geholt. Großteil. Der Fuchs wurde geholt. Ja. Ein Jäger. Hat der Fuchs sie ganz gestohlen? Siehst du? Ja, nee, den ist er auch. Es kann kein Mensch sein. Hörst du das, Tino? Bist du ein Mensch? Ich bin ein Mensch. So sehen Menschen aus. Ich schnappe meine Weste und laufe zum Zaun und bin ein wenig genervt. Die, die ich kenne, hatten nicht so viele Pfoten. Zwei gegen einen. Also, was bist du? Und der Seher zählt für zwei. Oh, also 3-1. Ich bin ein Mensch der nächsten Generation. Ich bin einfach besser. Tino! Das wüsste ich. Das hätte ich gesehen. Also kommst du jetzt? Wir warten auf dich. Ich hab's versucht. Aber ihr seid ja keine Hilfe. Wie könnten wir dir denn helfen? Er ist auch noch Hund. Ich komme jetzt näher an den Zaun. Dafür, dass er Next Generation ist, hat er nicht viel drauf. Nicht wahr? Next Generation? Ich glaube, das Wieselkrieger. Nee, das ist Angst. Ich streiche ihr doch mal ein bisschen über den Kopf. Was ist Angst? Weißt du noch, als sie nichts mehr zu essen hatten? Nee, sie drückt mich fast. Tino! Mach es nicht kaputt, mach es nicht kaputt. So, welche Hilfe kannst du von uns gebrauchen? Naja, ihr kennt euch doch auf dem Gelände aus. Ihr müsst doch auch wissen, wo es irgendeine Schwachstelle gibt, wo man vielleicht rein oder rauskommt. Dann wären wir da auch schon mal irgendwo rein oder rausgegangen. Nein, so bin ich. Was ist verrückt? Ich habe keine Schwachstelle. Er hat eine Machete, das stimmt. Aber vielleicht können wir buddeln. Er hat 4 Arme, warum buddelt er nicht? Ich meine, ich habe meine besten Gewandungen an. Und ich habe nur diese Gewandungen. Sieht dieses faule Tier irgendwo eine Stelle, wo man graben könnte? Kannst wirbeln, ja, auf Auskundschaften, ne? Ich würde eher auf Begreifen gehen. Kann ich ihn unterstützen? Ich würfel mal, ne? Ja, würfel mal. Nur 1. Ich liebe dieses Faultier. Also du würdest sagen, da und da, überall. Er fängt also einfach schon mal an. So. Ja, genau. Also du kannst wirklich nur sagen, das ist eine gute Stelle hier. Da, wo ich stehe, fange ich an zu graben. Okay, ihr seht also wirklich, wie er anfängt, wirklich zu graben. Ja? Steht er am Waldrand. Also es sind noch ein paar Meter bis zum Zaun, aber er fängt schon an. Ganz gemütlich. Ich springe von seinem Rücken runter und sieh dem so Meter Entfernung zu. Und Tarantino, ich glaube, wir müssten ein bisschen näher ran. Sonst graben wir sehr lange. Komm, Tino, komm. Das ist doch komm alles graus in Theorie. Mach nur weiter, mein Junge. Ich grab dann weiter. Der Seher hat gesagt, ich soll weiter. Ja, und das. Er zählt ja für 2 Stimmen. Ne? Sehr gut. Außerdem hat er 3 Augen. Das lässt mich immer noch nicht los. Wissen wir denn was? Cicero, ich habe Besseres von dir erwartet. Ich glaube, darüber müssen wir dann im nächsten Mal reden. Ja, erstmal aufzugraben, mach erstmal eine Pause. Tschau. Wissen wir, dass der Zaun irgendwie. Also wissen wir, was Elektrizität ist? Oder? Nee, aber ihr habt schon mal mitbekommen. Okay. Also ihr habt schon das ein oder andere Mal gesehen, dass jemand versucht hat, dort hochzuklettern oder so, und das ist nicht gut geendet. Mhm. Ihr wisst auch so, vielleicht knapp 100 Meter im Wald, da gibt es halt so eine Stelle, da haben sich 3-4 Tiere mal versucht da dran und die liegen immer noch da. Die wurden auch nicht weggeräumt. Die verwesen dort vor sich hin. Ich möchte Tino erstmal was so Kleines zu essen bringen. Kleine Beeren als Belohnung. Ich habe ganz blöd, da sind so Bäume, wo man raufklettern könnte, dass er praktisch mit einem eleganten Sprung oder so Bäume, die so sehr nahe aneinander gewachsen sind. Halt gut.
Dass man wo man die Zaun überbrücken könnte? Nee, das Problem ist, dass der Wald halt schon in der, bei euch auf der Seite ist, aber nicht bei ihm auf der Seite. Ach, okay, alles klar. Wäre doof für dich, ja. Ja, buddel die halt. Aber die Aktion mit der Kiste hat auch sonst nichts weiter auf den Plan gerufen. Du hast nichts gesehen. Werte Kalypso, ich bin komplett gegen diese Aktion, aber in einem Sommer, als es so doll geregnet hat, haben wir über einen Fluss eine Brücke gebaut. Wir haben einen kleinen Baum gefällt. Vielleicht klappt es ja bei dem Zaun auch, wenn wir einen großen Baum finden. Nicht die schlechteste Idee. Dankeschön. Aber dürfte ich etwas einbinden? Wir könnten, oh, natürlich. Wir könnten damit ein Tor öffnen, welches wir vielleicht nicht wieder schließen können. Und wer weiß, wie viele Vierbeiner da noch draußen rumrennen, die uns vielleicht nichts Nettes wollen. Aber vielleicht laufen auch ganz viele von unseren Tiernachbarn weg. Dann haben wir mehr Nahrungsvorräte. Die letzten Winter waren schlimm. Oh. Wir sollten das mit dem Baum machen. Oh, ja, ich hab geholfen. Ich sehe, das ist eine gute Idee. Oh. Kennt jemand einen Biber? Wir haben ein Faultier mit einer Machete. Das ist besser als ein Biber. Und Cicero, ihr habt bestimmt auch die Fähigkeit und die Erfahrung, einen guten Baum zu finden. Sehe ich irgendeinen Baum, der schön in der Nähe ist? Ja, auf jeden Fall. Ich hau kurz hin und dann drehe ich mich weg so. Ich sehe einen Baum und beschreibe genau diesen Baum, den ich gerade gesehen habe. Er muss ja irgendwo sein und ich sehe, die Ahnen sprachen zu mir und sagten, dieser Baum muss es sein. Ja, sehe ich den Baum. Mach mal auf Auskundschaft eine Probe. Währenddessen höre ich erstmal durch den Wind, weil ich höre diese Stimme nicht, die Ahnen. Zwei Sechsen. Ja, also du guckst dich um und sagst, da ist er! Oh, Jazeer, ihr habt wieder geholfen. Tino, ich hab gesagt, die Seher werden uns immer helfen. So wie ich es beschrieb. Du bist ein wahrer Finder. Ich bin ein Seher, du bist ein Finder. Zweimal hilfreich an einem Tag. Oh. Ich sehe schon, ich habe hier viel zu tun. Hast du auch drei Augen? Ja, wir haben das Faultier. Nein, aber ich habe zwei schlechte. Ja, vielleicht sollten wir anfangen, den Baum zu fällen, weil sonst kommen hier noch andere Tiere und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das Beste ist, wenn ich mich in der Gegend umschaue und jemand in den Rücken fällt, macht ihr schon mal den Baum fertig. Mhm. Aber du musst doch gar nicht erst gehen, du könntest das doch sehen, wenn jemand kommt. Ich sagte doch, so funktioniert das nun mal nicht. Hast du hier das dritte Auge? Vier Beine? Ich habe vier Arme, ich brauche keine drei Augen. Wenn du so toll wärst, warum kommst du ja nicht alleine ohne unsere Hilfe hier rüber? Ja? Aber du hast doch gesagt, dass du gesehen hast, dass wir ihm helfen müssen. Ja, aber das weiß er doch nicht. Okay. Ja, dann geh einfach gucken, ob jemand kommt und halte Wache. Soll ich weitergraben? Und gib uns ein Zeichen, falls jemand kommt. Ich will ein Zeichen. Ein gutes. Ich kann Zeichen interpretieren, aber ich kann kein Zeichen machen. Weißt du, wie man einen Baum fällt, Tino? Kannst du irgendeine Tierstimme nachahmen? Außer einer Katze? Das ist sehr gut, das ist ein Anfang. Dann nehmen wir die Eule. Okay. Alles klar. Seher, zeigt uns doch die Stelle, wo Tino ansetzen kann beim Baum. Und? Hast du das gehört, Tino? Am besten, wir fangen unten an. Der Kulo ist halt auch nicht die Hälfte.
Das ist uns doch gar nicht aufgefallen. Du verstärkst es aber noch, weißt du? Du hast wenigstens zwei, wenn wirklich der Dumme. Das macht die Lebenserfahrung. Wir sind nicht alle so. Aber die meisten. Ich hoffe doch. Wir sollten loslegen, sonst wird es also dunkel. Ich fange jetzt an, mit der Machete den Baum zu bearbeiten. Ja, brauchst du nicht würfeln. Das dauert halt einfach ein bisschen, bis das durch ist. Aber ansonsten kriegst du es ganz gut hin. So am Schluss überlegst du trotzdem ganz kurz, kippt der jetzt richtig oder nicht? Weil ein Baum fällt, das weißt du. Das überlege ich. Ja, das überlegst du, weil du hast ja deine Cutter. Ah, okay, und da weißt du ganz genau, dass wenn du etwas machst, dann wird es auch fallen. Und da hältst du ganz kurz inne. Okay. Willst du dann trotzdem weiter hacken oder möchtest du irgendwas tun? Warum fällt gleich? Da müssen wir uns in Sicherheit bringen. Sehr! Ich bin nicht da. Er ist nicht da. Sehr! Nicht so laut. Kalypso. Ja? Wo sind wir denn sicher, wenn der Baum fällt? Naja, nicht in der Richtung, wo er hinfallen soll. Im Windschatten am besten. Ich glaube, sie denkt, wir sind dumm. Ich bin dumm. Nein, Tino. Stell mich hinter Tino und warte, dass der Baum fällt. Soll ich weitermachen? Ich warte jetzt zuerst mal, bis mir einer sagt, dass ich weitermachen soll. Ach, mach mal eine Probe auf Begreifen. Ja, mach ich. Begreifen und Verstand. Mhm. Ja, eine 6. Also, wenn er, du hast es nicht häufig gesehen, aber schon das ein oder andere Mal wurde mal ein Baum gefällt, weil irgendwas gebaut wurde. Wenn er jetzt da zuhacken würde, würde der Baum wahrscheinlich abrutschen und er würde in die falsche Richtung fallen. Mhm. Er wartet ja so schön geduldig. Also, du glaubst, wenn man in einem Schubs jetzt gibt, mit gesamter Kraft, dann könnte er auch in die richtige Richtung fallen. Mhm. In Richtung Zaun. Okay. Tino, vielleicht solltest du den Baum einfach nur schubsen. In die Richtung, in die er fallen soll. Du bist doch stark. Okay, dann nehme ich kurz Anlauf und rempel diesen Baum dann in Richtung Zaun. Dann mach mal einen Kraftakt. Endlich mal was, was ich kann. Kraftakt mit Stärke. Mhm. 8 Würfel. Der Baum fliegt über den Zaun und wir haben nichts gekonnt. Der fliegt durch den Zaun durch. 6, 3, 6 und eine 1. Ich gehe auf meiner Seite auf jeden Fall auch in die Deckung. Ja. Also es ist richtig krass. Du läufst an, du schmeißt dich dagegen. Es kracht mit einem Mal. Das dauert keine Sekunde und der fällt komplett. Er rutscht ein bisschen runter in die Erde, aber dann merkst du schon, wie er weiterfällt und direkt gegen den Zaun. Oben sind diese ganzen, der ganze Stacheldraht reißt ein. Er springt ab und du siehst, wie er halt so richtig den Zaun eindellt. Aber es sind immer noch so um die 3 Meter, 4 Meter vielleicht, die er da oben ran müsste. Hat jemand von euch ein Seil dabei? Erstmal wahnsinnig gut gemacht. Sehr gut, Tino. Gut gemacht, Tino. Hast gut gemacht, du ein... Tino. Ich klatsch mit allen. Nein, ich hab kein Seil, aber, okay. Aber der Seher hat doch einen langen Stock. Hast du ein Seil dabei? Wie heißt du überhaupt? Was bist du? Du bist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Hast du einen Namen? Oder nennen wir dich Mensch? Haben Menschen Namen? Menschen haben auch Namen. Menschen sind sogar diejenigen, die den Tieren die Namen gegeben haben. Mir hat gar kein Mensch einen Namen gegeben, das wüsste ich ja wohl.
Hammer hat mir meinen Namen gegeben. Ja, Dino, das ist ein schöner Name. Mir fällt auf, dass ich immer noch keine Antwort bekommen habe. Sollen wir dich Mensch rufen? Nein, ihr könnt mich Hans nennen. Oh. Immerhin versuchen wir dich gerade hier reinzuholen, dann wäre es nur höflich, einen Namen zu nennen. Und es wäre auch höflich, den vollständigen Namen zu nennen. Du heißt doch nicht nur Hans. Ich bin Hans. Das ist aber eigenartig. Warum hat er keine Nummer? Gibt es ihn vielleicht nur einmal? In seiner Sein? Wir haben leider keine Zeit dafür, um das jetzt auszudiskutieren, aber wir können das gerne bei Zeiten tun. Ja, dann holen wir den Seher dazu. Der hat bestimmt eine Idee. Das sollten wir lieber alleine machen. Aber vielleicht kannst du den Seher mal suchen gehen. Ja, ich möchte den Seher suchen gehen. Ja, du wuselst ganz schnell los und siehst ihn auch schon da sitzen. Er hat sich hingefläzt auf einem Baumstamm, als dass er irgendwie Ausschau hält, hast du den Eindruck. Schläft er? Kannst du nicht genau sagen, aber das ist schon komisch. Also er hält jetzt nicht Wache und guckt hier wie verrückt, sondern er ist mit der Krempe nach unten. Ich habe Angst und glaube, dass er vielleicht verletzt ist und stimme zu ihm. Also du kriegst es mit, dass da was durchs Gebüsch raschelt und ich mach so typischen Katzenberuf. Ich spreng so auf und lande auf allen Vieren total erschrocken und total entsetzt, was auf mich zukommt. Ja, mir doch nicht so ein Schrecken ein. Ja, ich wache doch. Ich habe meine Sinne geschärft. Und ich dachte, sie hätten euch erwischt. Mich erwischt? Nein, das hätte ich vorher gesehen. Alles gut. Oh, mein Herz. Ist denn der Baum schon fertig? Du hast es gehört. Ich hab's gehört. Ja, da hat was gekracht. Ja, wir brauchen eure Hilfe. Das weiß ich. Darum bin ich auch aufgewacht. Ich meine, darauf in der Trance. Und ja, gehen wir. Ja, ich sehe meinen Stab und meinen Hut und dann versuche wieder so ein bisschen den Schlaf aus den Augen zu reiben. Ich sitze währenddessen vor diesem Baumstamm und philosophiere so vor mich hin, ob ich den nicht einfach so rum rüberrichten könnte. Das heißt, einfach vom Stamm anschieben kann, sodass der wie so eine Wippe rübergeht. Aber mir ist der Gedanke noch nicht so ganz klar, ob es... Dann würfel auch begreifen. Nö, gute 5. Also ich brauche noch eine Weile. Ja, ganz klar ist es nicht. Vielleicht rutscht er auch ab und dann kommt er wieder zurück bei dir rein. So ist die Überlegung. Oder fliegt weg. Also ich will auf jeden Fall erstmal gucken, ob sich Ausland irgendwas getan hat und wir da ein bisschen Aufmerksamkeit direkt haben. Kommt sie zurück schon? Wieder Auskundschaften oder begreifen oder was? Auskundschaften. Muss ich stressen? Nee. Also du guckst zwar hin, aber du siehst jetzt nichts Auffälliges oder so. Scheint, dass der Turm ganz normal ist wie vorher auch. Okay. Ich guck mich um, ob ich Cicero und Kolo sehe. Ja, also die kommen an. Du siehst halt ganz normal, er kommt hier mit seinem Stern an. Ne? Guckt halt. Also er sieht jetzt nicht so aus, als hätte er irgendwie Angst oder so, sondern eher so, ja, er wüsste, was da abgeht. Keine Gefahr! Alles gut. Du hast also nichts gesehen? Auch nichts gehört. Das ist auch wichtig. Spitz die Öhrchen, Füchschen. Hast du auch 3 Ohren? Oh mein Gott! Nein. Oh. Ich setze mich zu Tien und verschnaufe erstmal. Das ganze Grennen und die Aufregung ist nicht gut für die Gesundheit. Wir haben unser Teil erfüllt. Was macht der Vierbeiner immer noch drüben? Du hast einen Baum ausgewählt, du hast ihn mit dieser Aufgabe betraut und hast nicht kaum sehen, dass das passiert. Nein, das waren die Ahnen. Die Wege der Ahnen sind unergründlich. Ich bin nur ihr Instrument. Dann sei doch mal das Instrument und hilf. Ja, dann würde ich halt meinen Stab weglegen und würde so ganz elegant wie eine Katze halt
den Baum hochklettern und dann, wenn ich so an der Spitze bin, so ein bisschen hüpfen und so gucken, ob der Baum nachgibt. Ich mach mich nützlich. So ein riesiger 20 Meter langer Baum. Am Ende steht eine Katze, keiner sieht was durch die Krone. Und die, man sieht nur ein bisschen die Blätter röscheln. Also von hier aus sieht es gut aus. Aber könntest du mal. Also ich finde, das ist legitim auf jeden Fall. Du darfst halt auf Kraftakten würfeln. Mhm. Aber du bräuchtest auch 3 Sechsel, um das wirklich erfolgreich hinzukriegen. Das ist gut, weil ich habe Stärke 3. Das ist machbar. Komm schon, ein paar brauchen neue Schuhe. Ich würde gerne strapazieren. Ich habe 2 Sechsen. Magic. Nee. Also das Ding wackelt schon so, dass du denkst so. Es kommt wirklich runter. Also du würdest sagen, vielleicht um einen Meter hat das bewegt. Ganz schön fit. Das sieht schon ganz gut aus. Aber vielleicht gesetzt sich noch jemand zu der fetten Katze. Hallo? Ich trage einen sehr weiten Mantel, um meine Problemzone zu bedecken. Aber ich bin ja wohl nicht fett. Ich bin halt stattlich. Spring doch einfach. Meine Güte, spring. Hast du gesehen, dass ich 4 Arme habe und nicht 4 Beine? Spring doch einfach mal. Ich würde jetzt auf den Baumstamm hüpfen und wird zu. Wie viel wiegst du? Ich könnte eigentlich mithelfen, aber mir sagt es keiner. Und ich dümpel immer noch rum und überlege, ob ich nicht den Stamm anschiebe. Gefährliche Mischung, sag ich. Hat er denn kein Seil, der Mensch? Ruf ich runter. Nein, hat er nicht. Das haben wir vorher schon ausgetestet, wo du noch Ausschau gehalten hast. Du hast auch so viele Menschen schon gesehen. Wie viele davon hatten Seile immer bei sich? Ich habe noch nie einen gesehen mit 4 Armen. Aber anscheinend ist heute Tag der unmöglichen Dinge. Die Tino, geschehen. Wirf doch dem Seher seinen Stab hoch. Dann kann er ihn runterreichen. Nein, mein Stab ist viel zu wichtig, als dass ich ihn den Vierbeiner übergeben würde. Ist egal, sie hat schon gesagt. Ich werf den Stab einfach nach oben. Oh, okay. Du wirst mit der Kraft raus. Kraftakt für die Ecke. Ja. Ich mach mal schnell einen neuen Charakter. Zwei Einsen. Und du machst eine Probe auf Geschicklichkeit. Ich überlege noch, aber du hast strapaziert. Nee. Ich überlege noch, ob ich strapaziere. Okay, dann musst du vorher machen. Einfach nur Geschicklichkeit. Nö. Einfach nur Geschicklichkeit, ja. Aber du hast es nicht schlimmer gemacht. Das ist schon mal gut. Schussstab. Nö, nee, nichts. Willst du strapazieren? Ja, das ist eine gute Idee. Eine 6 und eine 1. Bei was hast du jetzt noch eins? Bei Attribut? Achso, ja, Attribut. Ja, ich habe nur Attribut geworfen. Dann kriegst du da einen Punkt. Manipulation, also Mutation. Hast du eine Mutation? Ich glaube nicht. Nee, deswegen, da kriegst du nämlich nichts, aber du kriegst bei deinem Attribut jetzt bei Geschicklichkeit kriegst du einen Punkt. Das hat dich echt gestresst. Ich bin erschöpft, ja. Ich bin erstarrt. Du hast ihn gerade noch im letzten Augenblick, als er ihn schön hochgeworfen hat, wie ein Speer, guckst du nur noch und denkst, nein! Und hast ihn gerade noch so, aber du hältst dich echt am letzten Zipfel von dem Ast so fest und schwingst so ein bisschen gerade runter, dass du da stehst und denkst so, warum? Warum bin ich hier? Warum ist mein Stab hier? Und wer hat ihn geworfen, verdammt nochmal? Und alles im Schein der Sonne. Naja, aber es war für euch total cool, für ihn nicht. Nee, es war überhaupt nicht cool, mein Stab. Ich dachte eher mit meiner Kraft, dass er mit dem Stab jetzt nicht wegbringt. Eigentlich, jetzt mach ich Unterhals. Nee, du hängst noch oben, du hast dich wirklich halten können. Okay. Ja, Tarantino, vielleicht solltest du jetzt schnell auf den Baum Cicero helfen und... Ich brauche keine Hilfe! Schnell
Ja, ich gehe mit auf den Baum rauf und spring dann auch. Du kannst jetzt einen Kraftakt, da kannst du noch einen. Also, du kannst noch einen extra Würfel werfen, weil du ihn unterstützt. Hm. Ja? Und dann versuch so viel Sechsen wie möglich. Ja, zwei Einsen, eine Sechs. Aber den würfelst du alleine. Achso, ja. Okay. Weil du kannst den ja selbst strapazieren, wenn du möchtest. Ja. Ich würde nochmal strapazieren wollen. Ich auch nochmal. Kommt noch eine 6 dazu, also 2 Sechsen, 3 Einsen. Genau, und du hast aber jetzt 3 Einsen. Ne? Das kriegst du dann halt bei deiner. Ja, bei deiner Stärke kriegst du die rein. Als Schaden oder? Die Kästchen ab. Ja, das ist Schaden. Genau. Okay. Ich habe strapaziert, habe eine 1 und habe mir jetzt auch Stärke 1. Also ich habe bewegen kann. Ast ins Gesicht bekommen. Also. Und hast du eine Mutation? Nein, ne? Doch, regenerieren. Oh ja, dann kriegst du da einen Mutationspunkt. Okay. Wo schreibe ich die jetzt ein? Wir haben es unter drunter gemacht, in dieser Spalte und da drunter Magiepunkte. Ne, da drunter, genau. So hier bei Panzerung quasi. Nö, da guck mal dazwischen. Ja, genau. Achso, da, ja. Da kannst du nochmal Kreise machen oder so, weil das ist nicht da drin in dem Charakterbogen. Okay, also bedeutet, er kommt nach oben gelaufen und dann springt ihr gemeinsam. Dabei kriegst du wirklich einen Ast erstmal ins Gesicht und denkst so, aua, was war das hier? Und er rutscht richtig krass ab. Also du rutschst so ab, dass dir das Bein aufkratzt wurde und denkst so, das hat echt weh getan. Das war richtig übel. Vielleicht blutet es auch, das weißt du jetzt nicht genau, aber es war auf jeden Fall schmerzhaft. In der halben Stunde schreit er auf. Was du halt siehst, ist wirklich so, dass der Baum kippt. Der kippt in deine Richtung. Ich versuche so hoch zu springen und den Baum zu ergreifen. Ja, dann mach mal einen Stärkeakt. Also Kraftakt plus Stärke. Ich habe eine 6. Ja, das würde wahrscheinlich reichen. Gut, dann brauche ich nicht strapazieren. Du kommst an die letzten Zipfel im Grunde, kommst du ran und kannst so wirklich vier Arme, zack, zack, dich festhalten. Da merkst du aber auch schon, wie der Baum wieder zurückwirkt. So, boah, Scheibenkleister. Das ganze Ding geht wieder in die andere Richtung. Du hängst so jetzt 4,5, 5 Meter über diesen Zaun im Grunde. Also du kannst genau so gucken und siehst, dass der Zaun ein bisschen da drunter ist. Also der Baum ist wirklich so schräg. Es wäre jetzt kein Problem, hochzuklettern. Du müsstest aber leider trotzdem nochmal einen Kraftakt würfeln, um das zu schaffen, hochzukommen. Wenn du denn willst. Mach ich. Beziehungsweise, weil das für mich auch ein bisschen davon abhängt, ob ich da reinkomme oder nicht. Ich gebe einen Mutationspunkt aus und kann mühelos klettern. Also für einen Mutationspunkt kann ich quasi den Test komplett auslassen und ich gebe einen Mutationspunkt aus und kletter da hoch. Ja, also was ihr beide seht, weil ihr in einer Baumkrone seid und da schön rumhüpft, der Baum kommt wieder zurück und ihr seht, er hängt dran und klettert so krass hoch. Also, der hat Fähigkeiten. Wahnsinnig krasse Fähigkeiten, weil der ist so... Also, ihr würdet eher vermuten, jetzt hat er sich so fast in einen Puma verwandelt. So schnell und so grazil klettert er hoch. Der kleine, faule Drecksack. Das hat auch ganz alleine geschafft. Hast du das gesehen? Du hast es anscheinend nicht gesehen. In der ganzen Zeit. Okay, dann alle bitte einmal auf Auskundschaften würfeln. Meine Spezialität. Zum einen Erfolg. Ey! Eine 1. Eine 6. Von oben siehst du besser. Ja, auf jeden Fall. Du hast eine 1? Du hast strapaziert? Okay. Dann auch Verstand. Und was ist mit dir, Tito? Nicht. Okay, und du auch nicht? Nein. Gut. Also der Einzige, der... Ich hab's auch nicht. Du hast eine 6. Okay. Ja, was ihr hört, sind halt... also ihr seid euch nicht sicher, aber vom Turm scheint es irgendwelche Bewegungen zu geben und auch Geräusche. Du kennst das Geräusch, deswegen reicht eine 6 bei dir, du nicht. Du würdest schätzen, das ist eine hydraulische Pumpe. Ja. Du würdest sagen, es ist ein Gerät, was mit Panzerketten bestückt ist. Und es ist ein Wächter. Wächter kennst du, die gibt es in verschiedenen Formen.
den du beim letzten Mal kennengelernt hast, das ist was, was du nicht so häufig siehst, aber die Panzerketten kennst du. Mhm. Und die kommen auch in die einzelnen Zonen und so weiter und fahren da rum. Die sind auch mit verschiedenen Waffen bestückt. Die haben wirklich einen metallenen Kopf, haben Arme, sind aber trotzdem roboterähnlich. Also da ist nicht irgendwas Menschliches drin, weil das kannst du jetzt ausschließen, definitiv, nachdem du ihn kennengelernt hast. Wenn er wirklich ein Mensch ist, sind das definitiv keine Menschen, die du da kennenlernst. Aber sie sind gnadenlos. Davon scheint wohl einer da rauszukommen. Sehr, wir müssen hier weg, die Wächter kommen. Ja, das habe ich auch gespürt. Wir sollten gehen. Auf. Ich versuche mich, während er sich in Bewegung setzt, wieder an sein Bein irgendwie ranzukommen und auf ihn zu klettern. Das schaffst du auch. Du kommst wieder auf die Schulter. Und ihr klettert auch ganz normal runter, weil der Baum ist jetzt nicht so schwierig nach unten zu laufen. Kann ich dem Mensch noch sagen, was das Halti mir gesagt hat? Ja, also er kriegt es ja so ein bisschen mit, dass irgendwie Gefahr ist oder so. Ihr lauft auch relativ zügig runter und dementsprechend schließt er sich erstmal an. Zumindest bis er unten ist, dann muss er entscheiden, was er machen will, natürlich. Ja, kann ich aber, also du rennst oder also ich schätze sofort. Ich kletter erstmal gerade runter und bin auch etwas panisch. Weil ich kenne diese Dinger, das sind starke Krieger. Mit denen lege ich mich noch nicht an. Okay. An der Reaktion sicher, das ist auch wirklich Gefahr droht, dann auch hinterher. Mhm. Wo wollen wir hin? Wir sollten jetzt nicht einfach panisch losstürmen. Oh doch! Das machen wir immer! Wir müssen uns irgendeinen sicheren Ort suchen. Also wenn wir jetzt einfach panisch durch die Gegend rennen, dann werden wir keinen sicheren Ort finden. Weiß irgendjemand ein Versteck hier in der Nähe? Für so viele... Nein. Naja, ich hatte kurz ein bisschen mit mir, weil ich meine, so von der Entfernung her wäre meine Hütte nicht jetzt so weit entfernt. Naja, vielleicht können wir zu mir. Schon beim ersten Date? Nein. Los, lass uns gehen. Mach mal einen Wurf auf Begreifen, bitte. Mhm. Kann ich ihn unterstützen? Nee, bei Begreifen nicht, weil jetzt denkt er ja selber nach. Darauf bin ich hinaus. Da war ich ja nicht so gut drin. Oh, ja, ein Erfolg. Also, was der kürzeste Weg und wo du auf jeden Fall Sicherheit hast, ist der Hubschrauber. Das Domizil von Trufa. Und davon weiß ich auch, dass der. Ja, da sollten sich ja mehr oder weniger alle treffen. Das hast du auch gesehen in der Vision, dass da irgendwie in diesem Hubschrauber mehrere Tiere sind. Ihn hast du nicht gesehen. Aber Tiere und der Bär. Den kennst du auch. Gut, dann geht mein Plan auf. Und ich würde halt erstmal sagen, durch den Wald. Und dann halt Richtung Hubschrauber. Also liegt der genau mitten. Genau. Praktisch auf Luftlinie. Den Weg kenne ich ja auch. Genau. Also während ihr dann halt so lauft und du eigentlich gesagt hast, da hier meine Hütte oder so, siehst du halt die Bäume und weißt auch, das ist aber der Weg von Trufort, wo wir sowieso eigentlich hin sollten. Mhm. Ich kann mich ein bisschen so zurückfallen lassen, ich würde gerne an ihn schnuppern. Ja. Und nachher riecht natürlich. Ich bin eine Katze. Mach das erstmal. Also das ist nicht so mega auffällig, ne? Aber halt so vorbeigehen so. Ich hätte noch Essig da, ne? Ja, der war mies. Dann musst du Emotionsgespür würfeln mit Instinkt. Instinkt habe ich 4 und Emotionsgespür, ich bin total emotional, 2. Würde ich gerne strapazieren. Mhm. Ja, 4, 6. Oh, ja. Keine 1. Was willst du wissen? Ich möchte wissen, riecht er nach Tod? Nein. Okay. Das ist die erste Frage. Ja. Riecht er nach
also nach fremden Menschen? Also rieche ich noch irgendwas anderes an ihnen? Tiere vielleicht oder andere Menschen? Ja, okay. Beides. Rieche ich Angst? Nein. Okay. Rieche ich Essen? Was er vielleicht irgendwo so bei sich hat? Ja. Leckeres Essen? Eine Frage. Das ist ja ehrlich. Ich präzisiere die Frage. Also wenn er gerade eh schon so an mir ist und an mir rumschnuppert, dann will ich ihn mir schnappen, hinten am Kragen, und will ihn mir so vors Gesicht halten und sagen, ich kann dich irgendwie nicht leiden, aber du scheinst verdammt viel Einfluss hier auf die Gruppe zu haben. Du könntest mir noch sehr nützlich sein. Und dann greife ich ihm meinen Rucksack und gebe ihm eine Ration Fraß. Oh. Mhm. Tino, ihr habt ihn sehr gepackt. Schon gut, das habe ich vorausgesehen. Und er hat mir Nahrung geschenkt. Ich habe ihn beeinflusst. Als du das Fraß in der Hand hast, ja, da denkst du so, das ist Essen? Mhm. Sowas hast du noch nie gesehen. Ich wollte was zu essen und nicht irgend sowas, was auch immer das ist. Das sieht aus wie ein... Also es ist eine Büchse und du würdest sagen, da sind Früchte drin, aber komisch. Also nicht gepflückte Früchte. Was soll ich denn mit Früchten, die in so einem Ding drin sind? Wie isst du die? Das ist doch... Ich versuche mal so reinzubeißen und... Ich gucke mich böse an. Ich habe so das Gefühl, dass du mich wirklich gerade verarscht. Ein bisschen sauer. Ich mache ihm die Dose auf. Also daran soll es nicht scheitern. Okay. Ich habe nur gesehen, dass er da irgendetwas hält und da soll Essen drin sein. Ich weiche so ganz kurz zurück, wenn du dieses Zischen hörst und die Dose aufgeht. Ja. Probier mal. Was ist da drin? Also du würdest schon sagen, das sind Früchte, aber eingelegte Früchte, so mit so einer Flüssigkeit. Timo! Kalypso bringt sie zu Vernunft. Probier doch mal. Wir haben darüber gesprochen in der letzten Sitzung. Ich nehme einfach jetzt meine drei Krallen. Warte, richtig rein. Du hast recht, warte, lass erst ihn probieren. Seid ihr denn alle des Wahnsinns? Wir werden verfolgt. Ihr macht hier ein Picknick. Ich sehe, es kann nicht passieren. Und esse. Also was dir auffällt, ist so eine krasse Explosion in deinem Geschmacksgaumen. Mhm. Es schmeckt so krass nach nicht Frucht, sondern eher nach irgendwas Süßem. Also so was Süßes hast du in deinem Leben noch nicht gegessen. Es ist wirklich so richtig krass. Dein ganzer Gaumen, dein Speichel zerfließt und du denkst so, boah, oh mein Gott, was ist das? Ich fange so ein bisschen an zu zittern. Und, du wolltest dich vergiften! Mehr! Wir haben dafür keine Zeit! Ich nehme ihm einfach die Dose weg und trinke das aus. Jetzt seht, wie er trinkt und das ganze Zeug läuft hier raus. Ich will sogar sagen, so. Ich krabbel auf seinen Arm und versuche noch ein bisschen was Jojo auch mal zu kosten. Ich drehe mich absolut angewidert von diesem Bild weg. Gucke dich an und sage, was hast du getan? Hast du noch mehr davon? Freundschaften geschlossen. Aber ich dachte, wir sind unterwegs. Lass uns weitergehen. Ja! Yeah. Warte! Das ist wirklich toll. Können wir jetzt weitergehen? Wir sind immer noch in Gefahr, dachte ich. Wo wollen wir denn hin? Aber eine zuckersüße Gefahr. Wir sprechen uns noch. Im Moment fange ich an zu sprechen und sage, das Zeug ist mega lecker, das ist richtig toll. Ich will mehr davon haben, Du hast deine Behinderung geheilt. Immer fange ich richtig an, schnell zu reden. Ich würde Ihnen die Büchse abnehmen. Die Büchse, die könnte ich mir auch vielleicht nochmal... Die packe ich mir ein. Tino, er will uns das Essen wegnehmen. Nein, nur die Büchse. Die ist leer. Die ist leer. Ich
fang nochmal an. Dann mach mal bitte eine Begreifenprobe. Okay. Ich brauche jetzt nicht eine Kinderregel. Du tust ja an dem geöffneten Deckel, tust du dir weh. Das kratzt auf einmal. Ich gebe ihm die Dose wieder. Was ist passiert? Au. Oh. Es hat gebissen. Können wir jetzt weitergehen? Vielleicht ist es jetzt auch hungrig. Vielleicht, das werde ich herausbekommen. Ich werde es studieren. Und dann packe ich es in meine Tasche. Da kannst du mir einen bitte noch geben. Danke. Okay, Happy. Ich sehe es doch gar nicht. Du bist ja lustig. Ich dachte, ich sollte mit dir teilen. Nein. Danke. Ich hätte mit dir auch meine Schokolade geteilt. Ja, nein, alles gut. Ja, wenn wir von süß gerade sprechen, ne? Ja, dann gehen wir los. Und ich beobachte ihn natürlich, ne? Also, so schauen, wie sein Körper reagiert. Also, Langzeitstudie. Also, wir wissen ja, dass wir jetzt zum Flugzeug müssen, oder zum Hubschrauber. Und ich rase los. Also, ich renne einfach ohne Rücksicht. Ne, sie auf meinem Rücken, ich renne einfach los. Ich bin komplett geflasht gerade. Bin ich für das eine oder schneller geworden? Hilfe! Ich habe ihn das Zeug nicht hergeschleppt, das war er. Wir sprechen uns noch. Das weiß ich. Wir haben über diese Sachen gesprochen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe gar nichts gemacht. Ich meine, er hat das Zeug hier angeschleppt. Er kommt hier in unser sicheres Land und verteilt hier irgendwelche Drogen. Damit kennst du dich ja aus. Ich brauche das, um meine... Du weißt ganz genau, für meine weiten telepathischen Reisen brauche ich das, um in andere Fähren zu... Lass uns jetzt einfach weitergehen und wir sprechen uns auch noch. Quatsch nur, ich bin schon bei meinem Helikopter. Nein, bitte darum. Ich guck noch so, er kennt den Weg, ja? Mhm. Genau, also du kommst bei dem Hubschrauber an, das ist ein abgestürzter Hubschrauber. Der sieht schon wirklich so aus, dass er halt abgeranzt ist. Also das Metall ist verrostet. Es hängt eine Decke vor dem Eingang, vor dem Seiteneingang. Und es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es ist wirklich ein Domizil. Es ist seine Behausung. So sieht es halt auch aus. Es sind ein paar Stangen reingesteckt vorne für so ein Vordach. Es hängen halt auch ein paar Wimpel dran, die er irgendwie gefunden hat oder so. Oder die da drin vielleicht waren. Und ja, bevor du überhaupt da reingehst, rennst du noch mal so ein, zwei Runden herum. Ja, raus kommt eine Art Gecko. Der hat noch einen Namen. Den muss ich nur ganz kurz nochmal raussuchen. Ist das jetzt so ein Mehrzweckhubschrauber oder ist das so ein riesen Teil? Es ist ein großer Hubschrauber, wo ein Bär oder zwei Bären und vielleicht noch fünf Leute drin hausen könnten. Deswegen ist es ja auch ein Hubschrauber. Du bist so leise. Ah, dieser Schmerz. Der war nicht schlecht, ja? Ja, wir haben solche Dinge hinter der Mauer. Der isst bestimmt auch Früchte mit Schalen. Ja, der isst doch bestimmt auch Tiere. Jetzt, der Gecko heißt Ringo, den kennst du auch. Mhm. Die anderen können sich den auch natürlich als NSC aufspannen. Er hat so eine Art Wanderstab in der Hand und hat halt so, ja, eine nicht Fließjacke, sondern eher so eine aufgeschäumte Jacke. Die hat er so an und steht halt oder kommt halt raus und guckt dich im Grunde an, wie du da deine Runden drehst. Ich sehe das, halte an und sage: Ringo, Ringo, Ringo. Ich bin müde. Ich fall um und schlafe. Sehen wir das schon? Nee. Okay. Ihr kommt später, ein bisschen später an, also kommt er durch das Gebüsch gelaufen, durch den Wald. Und da seht ihr, wie er da schon rumliegt. Direkt vor dem Eingang. Sehen wir den Gecko? Ihr seht auch? Den Gecko, genau. Er Weil steht ich, halt ich hätte nämlich sonst gerne vorher noch zu ihm gesagt, dass er sich so ein bisschen im Hintergrund halten soll. Okay, weil Hinterhalt und Hintergrund war. Hintergrund, ich meine Hintergrund. Wie du magst. Okay. Du siehst auf jeden Fall einen Gecko. Und, wie er mit seinem Stock so ein bisschen so wie ihn da piekt. Tino ist tot! Nee, er bewegt sich noch, würde ich sagen. Ich guck mir das gleich mal an. Er ist fast tot! Das haben tote Tiere oft so an sich, dass sie sich noch zucken.
Also ich bleibe zurück, aber ich bin sichtbar, also ich verstecke mich nicht. Okay. Als Ringo dann halt so ein bisschen guckt und sagt, ach ihr, cool, dass ihr da... Was ist das? Ich habe es gesehen. Es ist ein Mensch. Was? Mensch. Was? Mensch. Was? Ja, hör doch zu. Mensch? Ja. Menschen gibt es gar nicht. Doch, ich habe ihn gefunden. Nein. Doch, der einzige seiner Art, glaub mir. Nein. Du. Doch. Nein. Doch, frag die anderen, sie waren dabei. Menschen gibt es nicht. Bitte. Was ist es? Ein Mensch? Nein! Mensch Hans. Ja? Es ist ein Hans. Einigen wir uns darauf. Es ist ein Hans, ja, es ist ein Hans. Warum hat er es vier Arme und zwei Beine? Sechs? Es ist die Untergattung von dem Mensch Hans. Untergattung? Ja. Was ist eine Untergattung? Er sagt, er ist höher entwickelt. Er ist die Next Generation, meinte er. Was ist eine Next Generation? Das weiß ich doch auch nicht. Frag Hans. Es kann reden. Los, rede. Hans? Ja. Ach, so nennt man mich. Was bist du? Ein Mensch. Nein! Doch. Nein! Nein? Nein! Du kannst kein Mensch sein. Die gibt es nicht. Okay, dann gibt es mich nicht. Vielleicht solltest du nicht so laut sein. Weil? Wir haben... so ein Ding gesehen. Was für ein Ding? Na Mensch! Nein! Ich habe es gesehen, habe ich dir doch gesagt. Im Schlaf murmel ich noch, die Wächter kommen. Genau, die Wächter. Was? Ja. Nein! Truwart! Ich gehe jetzt zu... zeig den Namen vergessen. Tarantino und gucke ihn mir an, weil ich wissen will, was los ist. Und du hast Naturkunde, oder? Ich habe Naturkunde und Heilen. Ja, mach mal auf Heilen. Mhm. Ich nähe mich auf jeden Fall auch. Ich stelle mich jetzt vor Ringo, dessen Namen ich noch nicht kenne. Mhm. Das muss ja gewaltig sein, so ein kleiner Gecko, der Knöchel hoch ist. 2 Einsen auf dem Attribut. Hm? Einsen auf dem Attribut. Die sind erstmal nicht schlimm. Okay, ich habe eine 6 auf der. Nee, nicht Attribut. Ich habe 1 auf die Fertigkeit und eine 6 auf das Attribut. Wenn dir eine 6 reicht, dann reicht's. Wenn du strapazierst, dann wird es schwierig. Ich nehme erstmal die eine 6. Okay. Du untersuchst ihn und ganz eindeutig, er ist geschafft. Also du würdest sagen, er hat vielleicht die letzten 2 Nächte durchgearbeitet. Mhm. So scheint sein Körper zu sein. Ist nicht schlimm, der muss sich ausruhen. Okay. Wird er überleben? Ja, er ist nur erschöpft. Er braucht einfach Ruhe. Ich möchte da sein Schnäuzchen kauen. Vielleicht sollte ich ihn erstmal reintragen. Das Hans könnte sich bestimmt dafür nützlich machen. Sieht so, dir würde das auch nicht schaden. Ich deute es auf meine Größe und auf seine. Es würde dir nicht schaden. Na gut, ich würde mit dem Stock so... Na los, du ziehst und ich drück von hinten. Du sollst ihn dabei nicht verletzen. Mach ich nicht, ich hab die Stumpfseite genommen. Nein. Okay, ich lasse das Gecko quasi links liegen, nehme die beiden in die Hand und gehe rein. Okay, bevor du reingehst, oder versuche rein. geht der Vorhang auf und du stehst halt so ein bisschen vor dem Bauch von einem Bären. Als du so nach oben guckst, denkst du, nein. So eine Bären hast du schon mal in der Zone gesehen. Und die sind echt aggro und richtig heftig. Und der sieht aus, als hätte er die letzten 20 Jahre gekämpft. Er hat Narben im Gesicht und sein Grollen ist, der redet noch nicht mal, sein Grollen ist sowas von beängstigend, dass du eigentlich dir schon in die Hose machen willst gerade. Ich halte ihm beide ein Stückchen höher hin. Was bist du? Ein Mensch? Ja, das bist du, das weiß ich. Das sehe ich. Gut. Ich kenne deine Art. Die letzten sind gestorben und weggerannt. Komm rein. Ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Ich hoffe doch. Das
das war's. Das war erster Teil von 2 auf jeden Fall von Mutantia 0 Genlabor Alpha. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das Grundprinzip ist ja nun relativ simpel. Sechsen und Einsen ist eigentlich das Wichtigste. Aber es kommen natürlich noch viele, viele Regeln dazu. Wenn ihr reingeguckt habt ins Rezensionsmaterial von uns, von dem Video, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie es ungefähr funktioniert. Und hier haben wir euch einfach mal präsentieren wollen, wie so ein Rollenspiel abgeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch, ein Abo wäre cool. Guckt nächste Woche rein. Ich kann es nicht versprechen, ob es Sonntag online geht. Ich versuche es aber. Wenn ich Zeit habe, wird dann der zweite Teil auftauchen, wo wir dann herausfinden werden, was es mit diesem Bären auf sich hat und was sie jetzt eigentlich machen sollen. Ja, wenn euch es gefallen hat, Daumen hoch, Abo, schreibt was unter die Kommentare und wir sehen uns. Macht's gut, schönes Wochenende, euer Tigurio.